Hallo Leute, willkommen wieder auf meinem Kanal Miss Blash & Beauty und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Jasmin und ja, heute gibt es schon wieder ein Sonnenschutzvideo von mir. Na, ihr denkt euch wahrscheinlich auch schon, sag mal, wie viele Sonnenschutzvideos macht sie noch? Und wie ihr auch schon im Titel sehen konntet, geht es heute mal wieder um Lippenpflege mit LSF. Ich habe euch da schon mal ein Video gemacht zu meinen ungetönten Lieblingen. Heute sollen es 3 Produkte sein, die getönt sind. Aus verschiedenen Preiskategorien, manche, die ich auch schon seit Jahren benutze, andere sind neu und habe ich erst seit wenigen Wochen. Und ja, bevor ich jetzt hier weiter quatsche, würde ich auch sagen, steigen wir gleich ein. Kommen wir auch gleich zu meinem absoluten Favorite, den ich wirklich schon seit Jahren nachkaufe und auch ewig hält, muss ich dazu sagen, auch wenn man ihn jeden Tag verwendet. Es ist mal wieder von meiner geliebten Marke Paula's Choice. Ihr könnt es wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Diese Lippenpflege Gloss, also es ist eher ein Lipgloss, ehrlich gesagt. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich. Ich habe hier die Farbe Pink oder Rose. Ich glaube, das wurde ein bisschen auch umformuliert, auch die Tube. Dann gibt es transparent und dann noch etwas, so ein, etwas dunkler, also so in Richtung Berry bzw. Rot. Ich mag aber am meisten gerne neutrale Farben bzw. pinke Farben zu meinem Hauttyp und Hautton und habe mich also ganz speziell für dieses hier damals entschieden. Also ich glaube, das erste Typchen habe ich 2018 gekauft oder 2017. Dementsprechend könnt ihr euch schon vorstellen, wie lange ich es eigentlich auch schon getestet oder verwendet habe. Das Produkt kommt mit einem LSF 40 daher. Das ist natürlich super. Es ist auch ein Breitbandschutz, sagt zumindest Paula's Choice. Es sind hauptsächlich chemische Sonnenschutzfilter. Macht mir aber auf meinen Lippen nichts aus. Meine Lippen sind nicht empfindlich. Da brauche ich keine mineralischen Filter. Hier sind unter anderem so ganz bekannte wie Avobenzon enthalten, aber auch Octocrylene. Falls jemand darauf verzichten möchte, sage ich das dazu. Gleichzeitig hat es aber auch, wie so oft bei Paula's Choice, die Produkte viele Antioxidantien, die im Entzündungshemd beruhigend wirken, Feuchtigkeit spenden, sowie auch, heißt es, zellkommunizierendes Adenosine, was besonders gut eben die Lippen vor Hautalterung und ja, äußeren Einflüssen, Umwelteinflüssen etc. UV-Strahlung schützen soll. Also eine richtige Antioxidantienbombe, was eben diesen chemischen oder generell diesen Lichtschutzfaktor nochmal boosten soll. Weitere Inhaltsstoffe, die meiner Meinung nach noch erwähnenswert sind, ist einerseits Kokosöl. Ich liebe Kokosöl, also auch für die Haare, weil es einfach super ist, um die Haare ja, zu pflegen, geschmeidig zu machen. Auch hier ist es natürlich für die Lippen genauso gut. Dann habe ich noch Lecithin gesehen, das ist pflegend. Dann noch ein Retinol-Derivat, also Retinol kennt man eher aus dem Anti-Aging-Bereich. Das heißt also, habe ich mich auch ein bisschen gewundert, warum da Retinol enthalten ist, aber okay, schon ziemlicher Luxus. Und als letztes, damit ich es eben nicht vergesse, diese erwähnten Adenosine. Von der Konsistenz könnte jetzt mal meinen, dass es natürlich auch sehr cremig und reichhaltig ist, aber kann ich eigentlich nicht so bestätigen. Ich finde es tatsächlich eher so eine mittlere Konsistenz und damit auch sehr angenehm. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ich zeige euch ja dann eh auch in den Close-ups immer, wie es dann auf den Lippen aussieht. Also man sieht schon, dieses Produkt ist ja reichhaltiger, aber es ist trotz allem ein etwas cremigerer Lipgloss, so können wir es vorstellen. Wer die NYX Buttergloss kennt, ja, der weiß, wovon ich spreche. Es ist auch, obwohl man die Farbe ja gesehen hat, eigentlich sehr schier, also schon fast transparent auf den Lippen. Es gibt nur so einen leichten Farbglanz. Das muss man auch wissen, auch wenn man vielleicht etwas sucht, was ein bisschen mehr so ein Lippenstift ist für den Alltag, muss ich enttäuschen. Also es ist tatsächlich, wie einfach wie der Name schon sagt, ein Lipgloss mit etwas Farbe. Und was ich aber so als einzigen Kritikpunkt habe, der Hersteller verspricht, dass es nicht klebt oder sich fettig anfühlt. Und ich muss sagen, es klebt schon etwas. Also vor allem, wenn der Wind geht und die Haare sind offen, dann landet bei mir immer irgendwas dann auf den Lippen und dann musst du das auch wirklich so ein bisschen wegziehen. Also hat man auch bei anderen Lipglossen, kennt man nun mal dieses etwas Klebrige, aber damit ihr es wisst, falls Leute dieses Gefühl auf den Lippen auch nicht mögen.
Auch vom Duft her darf man sich nicht abschrecken lassen. Ich finde, er ist so leicht chemisch auch. Also hier ist ja kein Parfüm so wirklich enthalten, wie ich das verstanden habe. Aber es ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Es ist jetzt nicht schlecht, es ist jetzt nicht irgendwie ranzig oder so, aber es ist ungewohnt. Und ich komme damit klar, mir macht es nichts aus, mir geht es hauptsächlich um den Schutz. Aber das ist auch etwas, was vielleicht manche Leute erwarten und dann enttäuscht sind, dass es jetzt irgendwie nach, keine Ahnung, nach irgendeinem Aroma, Vanille oder sonst was schmeckt, tut es nicht. Wem aber Letzteres wichtig ist, ja, und gerne halt ein nettes Aroma haben möchte, vor allem auf den Lippen, für den habe ich ein anderes Produkt. Dieses Produkt hat sogar noch eine viel größere Farbauswahl. Und zwar ist es das Fresh Sugar Lip Treatment. Habe ich bei Sephora gekauft, kostet genauso viel wie das von Paula's Choice. Beide sind ungefähr bei 25 Euro. Aber auch hier kann ich wiederum sagen, es ist sehr, sehr ergiebig und begleitet mich bestimmt schon seit 1,5 Jahren. Ich habe dieses Produkt hier in der Farbe Petal, also Blüte, sowie in der Farbe Icon, denke ich mal, nennt sich das. Das ist also einfach ein schönes klassisches Rot. Im Gegensatz zu dem Lipgloss kommt es hier also in dieser Lippenstifthülse daher. Man dreht es hier so auf, das finde ich ganz cool. Ich finde die Verpackung auch wirklich sehr schön, weil sie auch sehr wertig ist, also auch einfach auch nicht kaputtbar ist, wenn man es in der Handtasche dabei hat, und das muss schon was bei mir heißen. Und man dreht es einfach hier so raus. Das Produkt hier hat aber leider nur einen LSF 15. Das heißt, ich verwende ihn am liebsten halt im Alltag im Büro, wo ich also jetzt nicht stundenlang draußen in der Sonne bin und ja, dringend was mit hohem Lichtschutzfaktor brauche, aber halt zum Beispiel nochmal tagsüber auffrischen möchte, nach dem Essen zum Beispiel. Und beide haben den Bonus, dass sie sich auch anfühlen wie eine Lippenpflege. Hier ist, wie der Name auch schon sagt, Zucker enthalten, dann noch nährende Öle, also alles sehr pflegend, feuchtigkeitsspendend. Dementsprechend ist die Konsistenz auch sehr buttrig, schon fast auf den Lippen, sehr reichhaltig und meiner Meinung nach aber auch langanhaltend pflegend. Das heißt also, ich muss nicht irgendwie jede halbe Stunde, nur weil ich jetzt einen Schluck Wasser getrunken habe, sofort nachziehen. Das nicht, hält jetzt aber auch nicht mit einem Zug den ganzen Tag durch, ist eh klar. Und weil ich es am Anfang angesprochen habe, wegen ja, Geruch oder Geschmack, beide erinnern mich so ein bisschen an früher, wo ich immer mein Zitrone-Buttermilch-Eis ja, im Freibad gegessen habe. Tatsächlich ist es wirklich genau dieser Geruch. Ja. Wer das kennt, das Eis. Und auch so ein bisschen vanillig, also etwas süßlich bis warm. Genau, also das ist wirklich eine Investition tatsächlich, aber ich muss sagen, sie begleitet mich schon sehr lange. Ich habe sie immer in irgendwelchen Handtaschen dabei, kann immer nachziehen, fühle mich einfach tagsüber auch geschminkt und geschützt. Als letztes habe ich einen Neuling für euch noch, den ich euch unbedingt zeigen wollte. Verwende ich erst seit wenigen Wochen, ist aber ja ein Kultklassiker schlechthin aus den USA und deswegen wollte ich es auch unbedingt probieren. Habe es bei Douglas gefunden und zwar Lano Lips. Ne, manche kennen schon dieses Original Ointment, was ja wirklich total gehypt wird, weil es einfach ja, die Lippen so unglaublich gut pflegen und geschmeidig machen soll. Und ich habe das Original noch nicht verwendet, wollte aber eben ein getöntes Produkt für den Sommer. Und dieses hier hat auch LSF 30. Das heißt also, das ist zwischen eben dem von Paula's Choice und dem Fresh Sugar Lip Treatment. Und dann dachte ich mir so, hey, das ist doch eine super Ergänzung. Für Tage etwa, wo ich ein bisschen mehr geschminkt bin, aber auch etwas länger draußen bin. Und dieses Produkt ist hier in der Farbe Rose. Ich glaube, es gibt ein bisschen weniger als bei dem Fresh, also so ungefähr so 5 Farben. Kann man sich raussuchen. Perfect Nude, glaube ich, habe ich noch gesehen und irgendwie Berry auch. Das Produkt ist aber eher nach meinem Geschmack. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Es ist wieder so ein bisschen, ja, eher so pinkstichig, ein kühleres Pink. Hat mir halt auch sehr gut gefallen. Von der Konsistenz her ähnelt es wieder sehr dem Lipgloss von Paula's Choice. Ist ja auch ähnlich hier in dieser Tube, dass der herkommt. Nur eben auch wieder etwas cremiger, dadurch auch etwas klebriger.
Geruch hat es irgendwie gar keinen, so vielleicht so leicht nach Honig, könnte man sagen. Was dieses Produkt hier aber so einzigartig machen soll, ist auch schon dieser Inhaltsstoff, der auch in den Namen steckt, nämlich Lanolin, also Wollwachs. Hört sich super lecker an, wer es kennt, das ist also das Sekret, was aus den Talgdrüsen der Schafe produziert wird oder ja, weiterverarbeitet wird, wenn die Schafwolle gewaschen wird. Andererseits kann man sagen, ist es halt auch ein sehr natürliches Produkt, im Gegensatz jetzt zu Paraffinöl. Manche wollen das ja auch vermeiden. Aber es sind noch viele weitere Öle enthalten. Das fand ich wirklich erstaunlich. Und zwar, damit ich nichts vergesse, haben wir hier noch Bienenwachs enthalten. Dann haben wir hier noch Shea-Butter, dann Rizinusöl, Kakaobutter, Kokosöl, Mandelöl, Traubenkernöl. Also tatsächlich wirklich so die ganze Palette. Und ich muss auch wirklich sagen, dieses Produkt ist auch das reichhaltigste vom Gefühl auf der Haut und auch das pflegendste. Also das, wenn jetzt jemand nur, das muss man also wissen, vor allem im Sommer, vielleicht mag man eben diese Art Butterschicht dann auf den Lippen nicht, weil genauso fühlt es sich auch tatsächlich an, als würdest du deine Lippen mit Butter einschmieren. Oder aber auch, weil ich finde, man kann es auch ganz gut dosieren hier vorne mit dieser ja, Tubenspitze, gibt man sich ein bisschen was auf den Finger und verteilt es halt dann auf den Lippen. So kann man es auch wirklich sehr gut dosieren. Es ist auch dadurch sehr ergiebig. Wie schon gesagt, ich habe es schon seit einigen Wochen und es ist eigentlich immer noch fast voll. Gleichzeitig ist mir auch aufgefallen, dass meine Lippen wirklich langanhaltend über den Tag versorgt ist. Also da reicht es tatsächlich schon, in der Früh eine Schicht aufzutragen. Ohne dass man jetzt vielleicht groß trinkt oder isst, hält es über Stunden an, dieses Gefühl, dieses Pflegegefühl, aber auch die Farbe auf den Lippen. Dass die Farbe auch nicht so schnell weggeht. Sie bleibt auch da. Vielleicht kennt ihr das ein oder andere schon oder habt noch andere, die ihr super findet, die ihr auch gern teilen wollt, dann gerne unten in den Kommentaren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir noch gerne einen Daumen hoch. Das würde mich natürlich auch sehr freuen. Und abonniert meinen Kanal, um immer auf dem Laufenden zu sein. Sowie auch auf Instagram könnt ihr mir auch gerne folgen unter @jasmin_amarena, wo ich immer wieder Updates auch zu den Videos gebe, damit ihr da auch immer Bescheid wisst. Sowie auch immer random Content poste. Immer ist gut. Also gelegentlich random Content poste zu eben Beauty, Lifestyle, aber eben auch Hautpflege, was mich da so beschäftigt. Und dann würde ich auch schon sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, freue mich schon. Ciao!